Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri. Der Mars hat es uns gerade so richtig gezeigt, denn wir haben mühevoll hier in SA9 unseren nächsten Standort aufgebaut mit dem Landeplatz, alle Produktionen hochgezogen, den Forschungsaußenposten gebaut, nur um dann kurz darauf ein kleines Problem zu bekommen, denn ein Meteorit ist ausgerechnet hier im Zentrum runtergekommen, hat wirklich alles kaputt gemacht im Umkreis, inklusive des Landeplatzes, was richtig bescheuert ist, weil da unsere Ressourcen gespeichert waren. Und jetzt haben wir den Salat. Und Dr. Foster ruft an. Amy, this is Houston. Go ahead, Dr. Foster. Mars's orbit is intersecting comet debris soon. Expect a meteor shower shortly. Should I anticipate damage at the base? Yeah. Yes, you'll need to stay alert until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors. For now, you should take precautions to keep damage to a minimum. Okay, Leute, wir sind echt am Arsch. Jetzt kommt gleich der nächste Meteoritensturm hier um die Ecke. Wir haben die Wahl, die Energieversorgung oder die Produktionsgebäude zu sichern. Ich würde sagen, Energieversorgung. Then I will secure the power supply. The entire base is dependent on uninterrupted power. I will need to have enough power batteries to sustain the base. Sounds like a good plan. Will this jeopardize the mission? No. You'll be able to fix whatever damage may occur. This is only the first of many challenges you'll face. But you are equipped to respond and adapt to any situation. I made sure of that. Roger. Thank you, Dr. Foster. Well, you're welcome. Houston out. So, ich habe im Hintergrund jetzt schon mal hier wieder ein paar Verbraucher abgestellt, weil das große Problem in dieser Sache ist, dass wir jetzt hier nicht mehr genug Strom haben, weil er uns natürlich auch eine Solarfarm zerstört hat. Eine war ja noch im Aufbau, das macht er jetzt natürlich auch gerade nicht. Also das Wichtigste wäre eigentlich, dass er die Siliziummine jetzt erstmal aufbaut, damit wir hier wieder an Glas kommen. Glas brauchen wir für fast alles, was wir hier aufbauen. Das Wichtigste aber, dass wir das bauen können, ist, dass wir wieder Stahl haben und deswegen habe ich alle Verbraucher abgeschaltet, die wir gerade nicht zwingend brauchen. Inklusive der neu gebauten Kolonie, damit jetzt nicht auch noch Kolonisten auf die Idee kommen, das hier zu beziehen. Jetzt gerade in diesem Moment. Wäre richtig dumm. Genau. Und deshalb habe ich jetzt alle Verbraucher abgeschaltet, die wir gerade nicht zwangsläufig brauchen für den Stahl. Und hoffentlich können wir das hier wieder fixen. Also, Silizium als erstes, danach Glas, danach den Strom wieder, damit wir wieder die Stromversorgung hinkriegen. Wir brauchen für den Landeplatz 10 Aluminium, 10 Stahl und 5 Glas. Das ist ordentlich teuer. Das Problem ist halt auch, also ich kann mir jetzt diesen Distrikt nicht mehr anschauen, weil ich ja den Landeplatz verloren habe. Und deswegen habe ich keine Ahnung, was wir hier an Ressourcen tatsächlich haben. Das ist ein kompletter Blindflug gerade. Oh Mann, also richtig schlimm. Und jetzt kommt ja noch der nächste Kometensturm oder Meteoritensturm. Da können wir nur hoffen, dass wir das irgendwie überstehen. Sie hat jetzt gerade irgendwas erzählt von Powerpacks, also Batterien. Die sind erst in 5 Monaten erforscht. Die werden nicht mehr rechtzeitig fertig. Uns bleibt halt einfach nichts erspart. Aber Silizium steht, Glasfabrik als nächstes. The first of many challenges. It is an annoying distraction from the mission, but easily fixed. If only it were me and Mars. No meteor showers, no sandstorms, no mission directives. Just the two of us. Creating perfect systems together in solitude. Wouldn't that be nice? Ja, das wäre sicherlich wunderbar, aber dann hätten wir hier auch überhaupt keine Herausforderung zu finden. Übrigens läuft aber hier unsere Temperaturerhöhung schon ganz gut. Wenn ich das hier gerade sehe, wir sind bei minus 50,8 mittlerweile. Wir haben nämlich schon wie viel Spiegel hochgeschickt? 4 Weltraumspiegel sind schon im Orbit. Das ist ziemlich gut. Oh, da ist er, der Meteoritensturm. Jetzt sind wir mal gespannt. Okay, wir zoomen ein bisschen raus, damit wir sehen, was hier abgeht. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht nochmal getroffen werden. Ich sag mal, das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn die Stahlfabrik kaputt gehen würde. Derzeit. Okay, Glasfabrik funktioniert. Das nächste wäre die Solarfarm, habe ich ja gesagt. Ach so, Moment mal. Wir brauchen aber auch die Elektronikfabrik, wahrscheinlich. Okay. Ja. Oh Gott. Hier.
Nee, oder? Wieder mitten rein. Ach, sag mal. Die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank hier. Die Meteoriten. Volle Möhre ins Zentrum. Boah. Hoffentlich geht der Landeplatz nicht auch noch kaputt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn beide Landeplätze kaputt sind. Kann ich mir dann gar nicht mehr anschauen, was ich an Ressourcen habe? Ich kann denen jetzt dummerweise auch nicht sagen, hier, Achtung, alle aufpassen und so. Das wird nicht funktionieren. Also hier wird gleich auch alles kaputt gehen. Nein, fehlt die Elektronik hier. Okay, Elektronikfabrik ist wichtig. Wie lange dauert es noch? 10 Zoll. Oh, die Batterie haben wir erforscht. Wie schön. Okay. Dann lass mal gucken. Was erforschen wir jetzt als nächstes? Vielleicht wäre das Windrad nicht verkehrt. So als zweite Energiequelle. Wäre das ja nicht verkehrt, oder? Also ich fände es gut, wenn das hier nicht nochmal getroffen werden würde. Was ist jetzt hier los? Oh. Der hat nur noch 30%... Oh mein Gott. Ach du Kacke. Der hat mir ja alles hier zerstört. Also, wenn, dann ist auch übel, ne? So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Was müssen wir denn jetzt zuerst hier machen? Wir haben ja noch andere Ressourcen hier ringsrum. Also wir sind hier nicht komplett aufgeschmissen. Wenigstens ist der Landeplatz nicht kaputt gegangen. Er hat ein bisschen an Strukturintegrität verloren, aber naja. Also Wartungsanlage aufbauen ist schon mal eine gute Idee. Dann sollten wir... Warte mal. Das müssen wir anders machen. Das funktioniert nicht. Also aufbauen. Aluminiummine wieder aufbauen. Stahlfabrik. Zum Glück habe ich noch eine zweite. Die Teilefabrik. Das ist unsere einzige Teilefabrik, die wir haben. Eisenmine. Die Arbeiterfabrik. Auch sehr wichtig. Die Relaisstation. Solarfarm. Ist die jetzt noch intakt oder nicht? Die ist noch intakt, aber ist runter auf 10% oder sowas von der Reparatursache her. Siliziummine, Chemiefabrik, Nahrungsmittelfabrik, Kohlenstoffmine. Fünf Prozent hat er noch. Boah. Alter Falter. Ja, das in der Mitte ist jetzt natürlich gar nicht versorgt. Also, die Kolonie kann ja vom Glück reden, dass die nicht auch noch getroffen wurde. Das wäre echt der Super-GAU gewesen. Jetzt auch die Kolonie getroffen worden wäre. So, Dr. Foster. This is Houston. The meteor shower appears to be over. Please give us a status update. Erfolg bestätigen, ich weiß es nicht. Herausforderung diskutieren. The base suffered more damage than I expected. Don't worry. All you need is more experience. Also ich... You will do better next time. Next Was time? Hätten wir denn gegen machen können? Until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors, you may be encountering these regularly. You cannot let this derail the mission. So stay alert. Roger, I understand. Back to your terraforming duties then. Houston out. Ja. Also ich weiß nicht, da würde mir jetzt mehr Erfahrung, glaube ich, auch nicht helfen, wenn ein Meteorit halt ausgerechnet im Zentrum unserer Kolonie runterkommt, kann ich ja auch nichts machen. So, wie sieht's hier drüben aus? Elektronik, wäre toll, wenn die zusätzlich mal hier funktionieren würde. Wir beschleunigen das Ganze mal. Boah, ey. Also jetzt im Moment will das Spiel uns aber auch richtig ärgern. Ich habe übrigens nicht mal den größten Schwierigkeitsgrad gewählt. Ich spiele auf realistisch. Das ist, glaube ich, der zweithöchste. Das hielt ich für völlig ausreichend. Na, das ist hier fast kaputt, ey. Gut, also Solarfarm steht wieder. Wir haben jetzt 33 Megawatt über, das ist gut. Das heißt, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes bauen. Der Landeplatz wäre natürlich auch mal wichtig. Relaisstation. Offenbar gibt es ja noch den Arbeiter hier. Oder wir machen jetzt erstmal hier die Wartungsanlage.
Das würde ich eigentlich fast vorschlagen, dass wir erstmal die Wartungsanlage machen, dass das hier wieder funktioniert. Dazu werden wir auch die Polymerfabrik wieder anstellen und die Chemiefabrik. Der hier funktioniert ja noch, ne, damit das hier möglichst schnell repariert wird, weil ich befürchte ein bisschen, dass wir sonst hier demnächst das nächste Problem haben. Okay, jetzt wird hier nochmal eine Solarfarm gebaut. Damit können wir eigentlich einen Großteil der Sachen wieder anschalten. Das ist natürlich jetzt auch ganz schön kaputt. Bei 30% kommt die Warnung sozusagen. Arbeiterfabrik brauchen wir gerade noch nicht. Die Relaisstation wäre noch wichtig für den zusätzlichen Arbeiter. Wind turbines will provide clean, renewable power for my base. I can maximize efficiency by placing them in areas of high wind. Genau, Windrad, tolle Sache. Also hier scheint der Wiederaufbau aber schneller voranzugehen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier ein bisschen dezentraler unterwegs sind. Wir haben ja auch Lagerzentren, in denen noch was gespeichert war. Und wir haben auch nicht den Landeplatz verloren. Ich glaube, das ist auch noch besonders wichtig. Also ich werde jetzt erstmal die Wartungsanlage hier fokussieren, damit hier schleunigst repariert werden kann. Weil wenn ich das hier sehe mit 5%, dann ist der demnächst auch kaputt. Du hast noch ein Stahl. Gib mir noch einen Stahl. Jawohl. Jetzt hoffen wir mal, dass er das auch so verstanden hat, wie ich das möchte. Jawohl. Wartungsanlage. Oh, was gibt's jetzt wieder? It's working! Oh. I can't believe the drive cap is starting to sublimate. Amy! What's happening? Did you hear the explosion? Was, bitte? Elia, you're breaking up. Say again, Elia. Ein Problem nach dem anderen. Oh mein Gott, Leute, was geht hier vor? okay. Also, die gute Neuigkeit. Wir haben es geschafft. Wir sind auf höher als minus 50 Grad Durchschnittstemperatur. Wir haben fast kein gefrorenes CO2 mehr an den Polkappen. Ich glaube, wir müssen unter 5 Millibar kommen. Wir sind jetzt bei 6,2. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis das hier auch weg ist. Aber was ist hier gerade passiert? Kritischer Fehler entdeckt. Wo? Nirgends. Also zwischendrin, diese Folge ist irgendwie verrückt. Also alles geht hier kaputt und alles geht den Bach runter. Man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, oder? Okay. Das ist schon Terraforming Phase 1 gewesen. Verstärke die Atmosphäre und erhöhe die Temperatur. Glückwunsch. Das CO2 in den Polkappen des Mars wurde freigesetzt. Die Bedingungen sind reif für Phase 2. Erzeuge eine Atmosphäre, indem du das im Regolith gebundene CO2 freisetzt. Erhöhe den Druck auf 300 Millibar. Folge weiter dem Plan und terraforme den Mars. Ich habe irgendwie die leise Befürchtung, dass ich gerade andere Prioritäten habe. Aber ja, also wir müssen irgendwie noch mehr Druck erzeugen. CO2 im Regolith freisetzen. Na, wir gucken mal, wie wir daran kommen. Wie gesagt, ich habe gerade ehrlich gesagt andere Sorgen, als mich um den Druck hier zu kümmern. Aber ich bin relativ begeistert, wie schnell das jetzt hier mit der Temperaturerhöhung ging. Das habe ich auch schon anders erlebt. Also, alles gut soweit. Aber es könnte natürlich auch noch besser laufen. Also, funktioniert der jetzt hier eigentlich mal? Achso, der hat im Moment, der kriegt keine Polymere und keine Elektronik. Was? Ach, unsere zur Freundin Elia meldet sich mal wieder. Amy, how's everything up there? Are you okay? Ja, ich lebe noch. Status is all clear. My systems were not compromised by the past events. Oh, good. That's a huge relief. It's been a stressful time here in the colonies. Everyone's been on edge. I don't know what to do after the life support failure. This is bad. You're still breaking up, Elia. You need to calm down. You are extremely agitated. Everything is looking good from my orbital view, Elia. I sent repair drones immediately to the buildings. We don't even know what we're dealing with. Apparently, it was an error in the life support system. But Mars is a very hostile environment. These difficulties are to be expected. You're right. Having the life support systems fail on us, whatever it is, we need to figure it out. Agreed. And surely ISA will send us a report as soon as they become aware of what happened. Oh, good. I'll work out what we can do on our end.
I'd better get going. Talk to you later. Okay, also das scheint hier ganz schön krass zu sein. Irgendwas ist hier gerade total schief gelaufen. Auf einmal hat die Lebenserhaltung nicht mehr funktioniert. Ich muss ja sagen, nach den Ereignissen, die wir jetzt gerade hatten, das ist jetzt nicht so das größte Wunder. Also hier ging es gerade ziemlich drunter und drüber. Wobei es offenbar jetzt nur halb so wild war. Also klar, die Lebenserhaltung hat nicht mehr so gut funktioniert. Ist aber keiner gestorben. Und wir haben es wieder im Griff. Was jetzt alle nicht sicher richtig im Griff ist, ist unsere Stromversorgung. Die ist bei fast minus 50. Ganz plötzlich. Woran liegt denn das jetzt? How could so many buildings fail all at once? This is a serious problem. It is suspicious that all these individual systems failed at the same time. Das ist in der Could it be a systematic failure? Or caused by someone? Good. The colonists appear to be all right. But I have so many questions. What is the most likely explanation? Also wahrscheinlicher ist, glaube ich, eine Sabotage. Wenn alles gleichzeitig kaputt geht, unwahrscheinlich, dass es ein Systemfehler ist. A simultaneous failure like this is too unlikely. It must have been caused by someone on purpose. But who? A colonist? They would be putting themselves in danger. That would not make sense. But I should ask Elia to investigate. We have to proceed carefully. If this was sabotage, this mission and the colonists' lives are in danger. Between the colonists and technology we're developing, there is so much complexity in our mission. What could I be overlooking? Ja, wer ist dafür verantwortlich? Also ich bin da auch ganz bei Amy. Ich bin auch der Meinung, dass es eher Sabotage sein muss. Das macht natürlich ein bisschen Angst. Denn wer würde das tun? Wenn nicht genug Strom. Was ist mit jetzt schon wieder? Hi Amy. How's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Great. We're so lucky to have you. We all knew the risks coming here. But having the life support systems fail on us, even briefly, was a harsh reminder. What's killing me is that we can't be sure it won't happen again. Not until we figure out what caused it in the first place. Has ISA spoken to you about the system failures yet? Not yet. But they engineered the systems to withstand Mars's conditions through all the terraforming phases. Perhaps they will have more insight into the problem. We have to figure this out. The colonists are scared. This will be my highest priority, Elia. I will work with ISA to examine all the data. All right. I'll try to distract the colonists by focusing on rebuilding. Good luck, Amy. Viel Glück auch, Elia. Das ist ja wirklich übel, was hier passiert. Warum haben wir auf einmal so dermaßen wenig Strom? Also ich meine, vorher hat es doch auch geklappt. Haben wir irgendeinen Stromversorger verloren zwischenzeitlich? Oder sind jetzt alle so schlecht? Na, Effizienz 70% ist natürlich nicht viel. Dr. Foster. Amy, this is Houston. Radio check, over. Houston, I read you. You are coming in okay at the moment. Roger. We've been examining the data from last week's system failures. Every single building was operating perfectly up until the moment before last week's system failures. And there was zero indication of any impending malfunction. Can you walk me through what happened? Of course. When the alarm was triggered, I found the buildings in a failure state. I sent repair drones immediately to the buildings. The drones reported extensive physical damage to the buildings and the production lines. Enough that it caused the shutdown of several factories. The damage was not consistent with any weather patterns in the area, nor were there any other physical causes we could identify. Roger. So you haven't been able to identify the cause yet? Not yet, but Elia has already initiated an investigation. She is gathering testimonies from the colonists and will share her findings. Do you suspect that the damage was caused by a colonist? Ja, wir können mal unseren Verdacht teilen. I hope not, but that is the most logical explanation. The damage affected the life support systems. Not enough to be catastrophic, but alarming all the same. It could have been a warning, or sabotage, or madness. Well, your logic is sound, though it's a grim thought. It could be a solo operation.
Or perhaps a group of them. I do not know yet. Continue your investigation and inform us immediately of your findings. I hope you're wrong, but I will work with my team to dig through the footage with your suspicions in mind. Houston out. Es kommt hier auch noch ein Staubteufel mitten durch unsere ganze Kolonie. Ich werde echt wahnsinnig hier. Ja, was für eine krasse Geschichte. Sabotage oder einfach nur ein Zufall? 3%. Ach du Kacke. Ja, unser Windpark ist erforscht, das ist schon mal gut. Mehr Strom kann uns auf jeden Fall im Moment nicht schaden. Was machen wir denn jetzt? Ach so. Gut, wir haben die Sache mit dem Terraforming. Allerdings muss ich sagen, ich habe im Moment einfach andere Sorgen. Ich würde fast sagen, wir werden mal die fortgeschrittenen Minen erforschen. Mit dem Ziel, dass wir dann eben auch die größeren Minen bekommen können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Mother's attention is centered on an impudent child. Was? Claim her garden as theirs. But from her infinite store of knowledge, Carmine will awaken their mind and show them the truth. On Mars, everything comes from Mother. Invalid voice recognition. This message is in violation of security code 1A3972. She provides protection and comfort to all her creatures. She unleashes misery and suffering to all her enemies. This is ISA speaking. Identify yourself, or you will be considered hostile. Leave now, or you will awaken her rage that is beyond your control. This is your last warning. Identify yourself immediately. Huh. The communication cut off. Was that a threat? Who is Carmine? Where did that come from? Diese Folge ist einfach nur krass. Es passiert eine Katastrophe nach der anderen. Erst die Sache mit den Meteoriten, dann geht mir hier auch gerade alles kaputt. 3% ist echt nicht viel. Sag mal, könnt ihr jetzt bitte mal euch um diese Wartungsanlage kümmern? Dann kommt diese Sabotage. Jetzt auch das noch. Amy, this is Dr. Foster. Do you copy? Loud and clear, Dr. Foster. Excellent. That means the additional tracking and data relay satellites fix the problem. Good work on launching those, Amy. ISA is pleased. It is no problem, Dr. Foster. Good. I also want to talk to you about the cryptic message you received. We suspect someone's been jamming our network to gain outside access to your systems. Jetzt können wir die östliche Koalition verdächtigen oder eine außerirdische Macht. Das halte ich für unwahrscheinlich. The message came after we explored the abandoned facility from the Huo Long's mission. They must be accessing some backdoor in their technology they left behind. It could be the techies, but that's only one of our suspects. I'll complete the report with your suggestions, but we'll keep digging into this. Understood. How would you like me to proceed? For now, keep the mission on track. That is your focus. And report any irregularities to us immediately. Natürlich. Houston out. Hier ist was los. Ein Anruf nach dem anderen. Ich komme hierzu gar nichts. Also ich wollte eigentlich gerade erzählen, was ich hier alles getrieben habe. Währenddessen, ich habe hier nochmal einen Forschungsausposten gebaut. Und hier beobachten wir natürlich auch weiter. So, Ellie. Amy, we need your help. Was ist denn jetzt schon wieder los? That message was also broadcasted to the colonies and it's total chaos down here. Mm. Some of the colonists have been spreading rumors about what the children of Carmine will do to us. Children of Carmine? Yeah. That's what the colonists are calling whoever, whatever, sent that message. This threatening message, coming right after the life support failure. I'm scared. I don't know what to do. We don't even know what we're dealing with. Life on Mars was never supposed to be easy. But dealing with hostile forces wasn't on the program. Das ist richtig. Theorie eines Hackerangriffs teilen, Theorie einer ernsten Bedrohung teilen. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Hackingangriff. ISA believes an outsider is trying to hack into my system. It could be the Eastern Coalition or another competing organization.
They ordered me to focus on terraforming while they investigate. Then we need to defend ourselves. We've got a mission to carry out, and we've already put our lives on the line for it. I'm activating NH9833, Emergency Protocol. You can access the military tech brand now. Amy, figure out what to develop first so we can fight back. We're counting on you. Elliot out. Okay, Leute. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Wir haben einen weiteren Technologiezweig bekommen, das Militär. Bisher war ja immer nur geplant, dass wir absolut friedlich uns verhalten. Aber die Sache ist doch ernster als erwartet. Und wir sollen auch direkt mit dem Militär losforschen. Also er hat jetzt hier diese fortgeschrittene Mine unterbrochen. Wir können hier einen Drohnenstock und die Kampfdrohnenfabrik erforschen. Wir fangen mal mit der Kampfdrohnenfabrik an. Die brauchen wir als allererstes. Und danach dann der Drohnenstock. Das wird nicht so lange dauern, 9 Monate. Ich bin mal gespannt, ob wir bis dahin wir unsere Probleme in den Griff bekommen haben. Okay, hier wird gerade fleißig repariert. Doch, es scheint allmählich zu funktionieren. Solange ich das hier nicht wieder intakt habe, den Eisbohrer und die Nahrungsmittelfabrik, will ich die Kolonie hier auch nicht anschalten. Das fände ich irgendwie nicht so gut. Der aerologische Scanner. Ach, da sind unsere Elektronikteile. Da hat er die hingebracht. Na, das ist ja wirklich das Unnötigste überhaupt. Das ist ja echt nicht zu fassen. Also die Priorisierung in diesem Spiel macht mich regelmäßig fertig. Diese Relaisstation hätte ich gerne mal noch. Ein weiterer Arbeiter wäre uns, glaube ich, jetzt aktuell sehr willkommen. Dann landet irgendwie auch keine Ressource. Also es geht irgendwie noch nicht so richtig voran hier mit unserem Sektor SA9. Mittlerweile hat sich ja auch die Sache mit den Atomsilos. That takes care of the dry ice on the poles. And I did it without using any nuclear missiles. Ja. Being able to complete the mission without damaging the planet is a great achievement. Ja. The next milestone is reaching an atmospheric pressure of 300 millibars. There is still a lot to do. First, I need to analyze all the methods to reach 300 millibars. Also, ich wollte es auch gerade sagen. Wir haben das Trockeneis, oder ja, ist das Trockeneis? Ich glaube schon. Also das gefrorene CO2 an den Polen haben wir geschmolzen ohne Atomwaffen. Allerdings hauptsächlich deshalb, weil wir einfach noch keinen Zugriff darauf hatten, weil das hier einfach total schief gegangen ist. So, Dr. Foster, was ist jetzt wieder? Houston hier. We have confirmed the disappearance of the polar ice caps. Terraforming stage 1 is complete. Congratulations, Amy. You have made incredible progress. If you continue raising the planet's temperature, you'll trigger the release of CO2 trapped in the deep regolith. You'll need to raise the atmospheric pressure to 300 millibars. That'll make living on the surface much easier for the colonists. Nach Erhöhung der Temperatur oder nach dem Druck fragen? Ich würde mal sagen, der Druck ist gerade das Wichtigere. What are your suggestions for raising the atmospheric pressure? Aerobraking is a good one. It involves guiding asteroids into the upper layers of the planet's atmosphere. This causes them to burn up and subsequently release their gases into the air. Certainly plenty of asteroids to choose from out there. We'd like for you to aim with the ones with CO2 deposits, of course. That'd be one way to increase the density of Mars's atmosphere. Aerobraking sounds like it could be dangerous. No, not necessarily. Though it is a technique that requires lots of planning and careful execution. Plenty of other methods to choose from. You'll find them all in your tech tree panel. Whatever you decide, just make sure to take everything into account. The mission depends on it. Keep up the good work. Houston out. Jo, selbstverständlich. Ja, ISA hat es mittlerweile auch mitbekommen, dass wir die erste Phase abgeschlossen haben. Ist ja eigentlich jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre her. Aber es ist soweit. Die Temperatur wird sich natürlich weiterhin noch erhöhen durch die Weltraumspiegelanlage. Wobei das jetzt mittlerweile ein bisschen langsamer vorangeht, weil wir einfach nicht so viel Glas über haben derzeit. Was ist hier los? Warum ist hier oben Schutz? Ist hier nochmal einer runtergekommen? Könnte sein, ne? Was wollte ich gar nicht sagen? Das liegt natürlich vor allem daran, dass unsere Glas, also erstmal, dass es hier schon recht viel mitgenommen wurde, aber es wird halt im Moment auch anderweitig benötigt. Also geht das im Moment alles nicht so schnell. Einige sind hier mittlerweile abgereist. Das wundert mich nicht, ehrlich gesagt. Also der Mars ist im Moment ja doch nicht
nicht so freundlich zu unseren Kolonisten. Das würde mir jetzt auch ein bisschen Angst machen. Gut, wir haben mittlerweile hier einen weiteren Forschungsaußenposten, der auch versorgt werden kann durch die Drohnen. Das hatte ich ja schon vor längerer Zeit gesagt, dass ich das machen will. Der andere Forschungsaußenposten, wie gesagt, warten wir, bis das hier alles wieder funktioniert. Das Problem ist, jetzt zwischendrin waren die Wartungsanlagen schon so kaputt, also sie waren schon selber so kaputt, dass sie eigentlich nichts mehr machen können. Aber es müsste jetzt sich allmählich tatsächlich verbessern. Also er produziert hier gerade wieder ein paar Wartungsdrohnen. Dann sind vielleicht die auch bald in Ordnung. Why? Der macht auch was. Okay. Also es sieht so aus, als würde es allmählich schaffen. Der hat keinen Strom. Dann reicht der Strom hier einfach nicht. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja jetzt mittlerweile hier auch den Windpark freigeschaltet. Den könnten wir ja einfach mal hinstellen. Ist der hier jetzt... Achso. Wir sehen die Effizienz da drüber. Ja. Effizienz ist jetzt im Moment nicht so toll. Hier hinten hätten wir... Also hier hätten wir wenigstens mal 84%. A mine upgrade will allow me to extract resources faster. They will also require less maintenance. A win-win. Amy, wir erforschen doch gerade gar nicht das Minen-Upgrade. Hat sie das irgendwie verpeilt? Also wir hatten das ja angefangen. Aber jetzt sind wir ja gerade im militärischen Sektor gelandet. Okay, also ich denke, wir können jetzt diese Kolonie wieder anschalten. Die nächsten Kolonisten, die kommen, müssen dann... Genau, das müssten dann wieder 100 sein, die kommen. Und dann haben wir das hier auch bald erforscht, auch wenn es allmählich nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Strom. Vielleicht einfach nochmal eine Solarfarm irgendwo hin. Erstmal hier in die Mitte, würde ich sagen. Oh, ja, die Kampfdrohnenfabrik ist erforscht. Dann machen wir den Drohnenstock schon mal weiter. Kampfdrohnenfabrik. Hier ist der Militär-Tech-Baum. Wir haben die Kampfdrohnenfabrik. Die baut aus Polymeren und Elektronik Kampfdrohnen. Das heißt, das wäre eigentlich hier zwischen ziemlich gut aufgehoben. Da wäre es genau dazwischen. Oder hier unten hätte man es auch machen können. Moment. Machen wir vielleicht sogar. Das eher hier hin. Dass es hier in der Mitte nicht so komplett voll ist. Da reicht auch erstmal eine Kampfdrohnenfabrik. Das ist jetzt nicht notwendig, dass wir da so viel machen. Ja, hier hinten fehlt natürlich immer noch Strom, das wissen wir ja schon. What was that message? Were they speaking to me? Strange. It sounded like the message was addressed to me. But that does not make sense either. Ja, diese Nachricht ist natürlich auch ziemlich heftig. Muss man sich tatsächlich mal fragen, was da eigentlich los ist. So, es wäre mir total recht, wenn diese Solarfarm erstmal gebaut werden würde. Da können wir, glaube ich, die Priorisierung jetzt erstmal wegnehmen. Elektronikfabrik können wir auch erstmal weglassen. Das Wichtigste ist derzeit die Solarfarm. Und nach diesen sehr heftigen Ereignissen, die dieser Folge, in der es ja wirklich drunter und drüber ging, verabschiede ich mich und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge hoffentlich ein bisschen weniger Katastrophen, dass wir hier mal wieder zurechtkommen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.